Weiter geht's nach Purkersdorf, der verkaufte Großvater, so der Titel der neuesten Produktion der Purkersdorfer Theatergruppe. Hast du ihm das geschafft, dass er mir helfen soll? Ich? Mit keinem Wort. Was tut er denn dann? Kommt beim Spaten angehabt und sagt, geh los, ich hilf dir, damit schneller geht. Und sticht mir hoffentlich die Erde mitten durch. Ja, Kreuzsacker, die stinkt aber auch schon langsam. Mir stinkt er schon lang. Und wir am allerlängsten. Zum Glück bin ich da nicht angenommen. Denn wenn wir am Mannsbild zitiert, dann muss er jünger sein. Der verkaufte Großvater, der Verkauf soll die Hypothekszahlung sozusagen ermöglichen. Und das Ganze ist ein Trick, es ist halt wie in diesen Stücken üblich. Einer versucht den anderen zu legen und am Schluss ist also, gibt es ein paar Verlierer und natürlich auch ein paar Gewinner. Aber alle finden ihre Partner und letztendlich löst sich alles in Wohlgefallen auf, wie es halt so in diesen Stücken dann endet. Hinter meiner hast die alte Bärbocherin. Die rutscht aus, macht einen Schrauer, ich frage um. Und tschin, sagt die Scherben schon da gegen an. Das sagt er ja, der hat uns das ganze Häusl zusammen. Warum machen Sie hier mit? Was war die Intention? Naja, ich bin schon seit Gründung der Theatergruppe dabei, war Gründungsmitglied, muss ich sagen. Nicht? Und seitdem geht es. Und klein angefangen und jetzt ist es soweit. So groß. Sie ist mir über alles gegangen. Besonders über das Gesöchte. Ich spiele den Greithofer Bauern, einen armen Bauern, der seinen Hof verkaufen muss. Der seinen Hof verkaufen müsste, wenn er nicht einen Großvater hätte, der sich verkaufen lässt, an einen reichen Bauer, den Herrn Haslinger. Und das ist eine sehr turbulente Geschichte und ist an und für sich sehr lustig. Der Haslinger ist ein ganz, ganz großer Spitzbub. Aber ich bin noch der viel größer.